Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omnizweiter Omnibus Simulator. Wir sind heute auf der Continental V3.9 unterwegs und fahren heute den Sightseeing-Verkehr. Und zwar mit den MAN Lines City A20Ü aus dem Zubul Pack. Genau, also wenn ihr euch wundert, wieso sind die Scheiben meist, sind angelaufen, also es ist kein Texturfehler. Und zwar fahren wir heute die Sightseeing-Linie. Wo ist der Fahrplan? Hier ist der Fahrplan. Und zwar fahren wir heute die Sightseeing-Linie von Leibnizplatz, wo wir uns hier gerade befinden, über Bahnhof Ost, wieder zurück hier zum Leibnizplatz. 20 Minuten dauert die Linie. Ja, und erstmal euch allen einen schönen ersten Advent. Ja, heute ist ja schon soweit der erste Advent. Dazu ein bisschen kleine Weihnachtsmusik hier. Genau, schauen wir mal den Bus. Vorne hat er natürlich im Schnee. Denke ich, ganz klar. Auch weil Omsi heute ein bisschen Macken hat. Ich hatte nämlich Omsi jetzt auch auf einer SSD draufgeschmissen. So, aber dann wir erstmal. Die Heizung anmachen. Geht klar. Das ist noch einmal mein Motor. Wir fahren heute mit EVZF, habe ich ausgewählt. Genau. 1, 2, 3, 4. Das sind die ganzen Werbung wieder. Naja. Zum Schließen. So. Sightseeing-Linie. Haben wir die Linie ist hier drin? Scheiße. Wartet mal, wir gehen mal ganz kurz in Omsi. Ganz kurz mal die Linienliste uns geben. Es ist denn wieder vorbereitet eh heute. Maps, Lamtal und Mist. Was sind hier nicht drin? Also Vehicles. Mal Facelift, glaube ich, dort habe ich die drinne. Oh, ich glaube es mal nur. Lemtal, ne, ist nur die updated. Also einmal zurück in den V5er, da habe ich die drinne. Die normale Linienlisten. Ja, hier. Brauchen die nämlich mal. So, Sightseeing steht das hier oben. 450 für SB. Sightseeing. Ach, da kann man nur ein Ziel eingeben. Also Hartz 4 Menü. Ja, Hartz 4 Menü eingeben. Also, kann man hier Ziele auswählen. 00000. Route 00. Ach! Schienenersatzverkehr, bist du bescheuert? Nee, sie geht Schienenersatzverkehr. Sightseeing. Oh. So, machen wir das mal dicht. So, meine Navigation läuft. Dann fahren wir schon mal. Frag mich nicht, warum das so läuft hier. Also, mit den weißen Scheiben hier. Das ist eine Schneetextur, ist weiß ich nicht. So, tun wir mal die Zeit vorspulen auf 15 Uhr. Machen wir mal 58. Aber ich denke mal, dass es kein Texturfehler ist. Hallo. Ja. Können Sie die Heizung bitte Hallo. Anmachen? Die ist an. Hallo. Mann, jetzt hast du schon wieder den Puls. Ja, nochmal. Guten Tag. Tag. Ich wollte mit Mischa aussteigen. Hallo. Stehst du vor Uni? Hallo. Eine Kurzstrecke bitte.
Dankeschön. Wollt ihr alle raus, wieso oder was? Ihr seid eingestiegen oder was? Warum auch immer. So. Enter Stadtrundfahrt. Und wir fahren, denke ich mal, los. Machen gleich mal was ganz anderes rein, weil ich sehe nämlich Spiegel sonst nie. Außer den und ich denke mir, das ist doch ein Texturfehler. Was ist mit uns hier los? Vor uns war uns hier noch nicht so. Ich glaube, wir müssen uns hier nochmal neu starten. Sie hat keine Lust, heute was zu machen. Wir machen gleich was anderes weiter rein. Ja. Ich weiß nicht warum. Ich sage, dass es läuft an, dass die Scheiben einlaufen, aber die schwarze Textur schon wieder. Ich glaube, warum sie ist schon wieder kaputt. Oder? Ne, ist eine starke Farbe. Der Bus gerade entgegenkam, der war kaputt, auch keine Ahnung. Kann mir auch egal sein. Naja. Haben Sie irgendwie sein Problem hier? Nein, Mann. Das ist haben Sie. Aber warum um sie so ruckelt? Also, ruckelt. Ist das für übertreiben, übertrieben? Aber eigentlich läuft um sie eigentlich, seitdem ich das auf SSD habe, flüssiger und hat auch weniger Ruckler. Also, ich habe weniger Nachladeruckler eigentlich. Warum da jetzt wieder hier sich häufen tut und mit schwarzen Objekten gerade bestimmt wieder. Halt die Busche. Und, weißt du, ich mache gleich auch die Navigation aus, weil irgendwie funktioniert es nicht so richtig hier, wie ich es. Auch die aktuellste Version hier von dem Bus. Und am 4. Dezember kann man den Bus auch auf Steam runterladen. Und da ist, glaube ich, auch schon die Gelenkbus-Variante mit dabei. Da hat die auf die Seite. Egal. Also haben sie läuft halt mal richtig gut wieder. Hallo. So, Foto denke ich, ne?
Zack. Och, jetzt hat der hoch mit Fall. Jetzt haben die erstmal grün. Oh, ich halte es nie aus. London kommt ja auch raus. Werde ich mir von ihr holen, weil ich bin nicht so da rechts, der rechts sitzt, also verkehrt halt. Bin ich nicht der Freund von. Ich fahre auch im Eurotrack Simulator 2 relativ selten bis gar nicht auf in Großbritannien, weil ich das einfach ungewohnt finde. Erste Video zum ersten Advent ist das auch. Und das erste Omti-Video auch wieder seit langem. Ich wollte mich aber auch nochmal jetzt bedanken für über 700 Aufrufe auf das Video vom Advent Simulator, wo wir auf der S25 gefahren sind. Das ist richtig. Es ist richtig geiles Gefühl, ist das, dass vielleicht welche das angucken. Das ist schön und dafür möchte ich mich auch bedanken. Auch von den 29 Abonnenten sage ich danke. Ich hoffe, wir knacken da dieses Jahr wenigstens die 30. Das war so mein Vorsatz für dieses Jahr. Ja, genau. Ich hoffe, das wird so funktionieren, wie ich das so denke. Und dann kommen auch wieder häufiger Videos. Dieses Jahr war eher so ein bisschen mau. Aber jetzt geht auch alles. Ja, es läuft auch Romsi einigermaßen wieder flüssig. Auch wenn er am Anfang so aussah, dass er sie abstürzen würde. Aber dann doch nicht. Fahren wir halt nicht mit dem Schnee. Dann fahren wir nächstes Mal Schnee. Ich wollte euch eigentlich das Kronenab zeigen. Und zwar gibt es ja dieses Krone-Event, wo der Weihnachtsmarkt am alten Rathaus ist. Aber irgendwie funktioniert das Krone-Event nicht bei mir. Da wird die Karte auf immer nicht geladen komplett. Also die ist weg. Futsch. Ich lasse mal überprüfen, ob ich alles dabei habe, mein Kollege. Ob ich alles da habe, also alles was benötigt wird, also Add-ons, ne? Freeware, Splines vielleicht irgendwas vergessen. War eigentlich alles auf null. Missing Objekte und Missing Splines, die waren alle halt auf null. Also mir hat nichts gefehlt. Hat mich schon gewundert. Naja. Nochmal probiert, ging es immer noch nicht. Also nochmal neu installiert die ganze Karte und dann wieder das Pack drauf, also das Chrono-Event. Das habe ich jetzt entfernt oder deinstalliert, so gesagt. Weil, wenn es nicht funktioniert, brauche ich das noch nicht drauf lassen. Ja, gut, das wäre jetzt so vom 1. Dezember wäre es losgegangen. Ich hätte die Zeit vorgespult, natürlich. Also, mit dem OMSI jetzt schon den 1. gemacht und im Winter und hätte mit dem Facelift, glaube ich, Schwerstücke gefahren. Genau, und hat ja nicht geklappt. Schade. Ich würde gerne da die C41 oder C42 gefahren, also vom Stadtgarten aus. Und dann eben mal am 10. Adventswochenende halt dann, was hätte ich denn da, da wäre ich wirklich die andere. Also wäre ich natürlich die Gegenrichtung gefahren. Ja. Aber funktioniert nicht, ist schade. Ich habe mich eigentlich schon drauf gefreut, so das euch zu zeigen. Ah, fahren wir halt die Heading-Tour hier in Lemtal im Winter. So eilig Abend kommt noch ein spezielles Let's Play. Da fahren wir nämlich mit den auf Spandau im Winter. Mit der ganzen Zeit Ballastmusik und ich werde wenig bis gar nicht reden da. Am Anfang sage ich was. Habe ich nämlich so geplant bis jetzt. Mal gucken, ob das auch so wird. Weiß ich, ist dann noch ein bisschen hin. Na gut, ein bisschen. Ne, aber ja, es ist noch ein bisschen hin bis Weihnachten und gucken, vielleicht fällt mir auch noch was anderes ein.
vielleicht kommt dann noch was raus, was Freeware-mäßig ist. Ja, Kale wird dann eh verraten, Bus wird schon verraten, das wird der Doppeldecker sein hier mit diesem Weihnachtsbus von MAN, dieser SD. Schlag mich tot. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurze, bitte sehr. Also schlag mich tot. Ich kenne alle wie die SD250. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieser Weihnachtsbus, wenn wir fahren. Aber Gott hinweis, es wird kein Ruhrgebiet gefahren. Die Stadtrundfahrt, das tue ich euch nicht an, das war Heiligabend. Ne, dann warten wir jetzt mal. Also wir machen die Zeit vor. Zeit vorspulen auf genau in einer rein. Oh ja. Hallo. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Bitte sehr. Ja. Die Kasse kommt ja außen, bekanntlich aus dem Solaris, also aus dem Ruhr Solaris halt. Es wird aber nicht benötigt. Die Kasse. Das dann wird dann nicht benötigt von dem Bus. Zumindest steht nichts drin. Link zu der Bus und zum Karte. Der Link zum Bus und zu der Karte findet ihr dann unten auch in der Videobeschreibung. Es kommt uns dann noch aus der OVND entgegen. Bin ich auch im Betrieb drin. Nur halt dann nehme ich die off. Weil ich weiß nicht, ob man das aufnehmen kann. Gut, kann ich, ne? Also ich kann aufnehmen, aber dann gibt es vielleicht welche, die sagen, auch ich will dort nicht gezeigt werden, oder ich will in der Videos nicht gezeigt werden im Chat. Na gut, den kann ich mal ausschalten, ja. Aber wenn ich abends sie aufnehme, bin ich generell im BBS dann nicht unterwegs, da bin ich eher so halt nicht drin. Also bin ich halt nur im AMSI im normalen Bereich drin und nicht im Multiplayer, auch nicht im BBS. Also ich fahre ja ohne BBS, also mit BBS fahren kann ich. Es ist schöner, wenn es ein bisschen alles clear ist und die unten dann noch um die Navigation rumeiert. Genau. Die Stelle ist immer glatt, darum fahre ich auch hier lang, immer im Winter und fahre erst dann rein. Weil das ist relativ glatt hier. Hallo. Tag, hallo. Hallo. Tag, hallo. Hallo. Geht ganz langsam mit dem Gas um hier. Ja, nicht hier durchschleudern, so wuff, wie beim Zitaro. Und dann das AWS rumschlag und durch auf sowas von auf halt auf hier auf 120 km/h kommst. Das ist ganz schön heftig. Na komm, Bisch ab, du, jetzt wär mal putze, du Balde. Mann, da schläft ja gleich alt beim Spurwechsel hier, ob sie. Aber sie kann, ich könnte mal umfixen, ey. Schlimm. Sei froh, dass ich die Kollision nicht anhab, du. Da hätte ich wär ausgestiegen. Ja, fahr du noch weg hier. Du. Erst links, dann rechts blinken und dann biegt er rechts ab. Idiot. Was für ein Blödmann, ey. Und denkt ihr auch vielleicht von mir so blöder Busfahrer von der Boden nicht so. Und dann guckt er in den Spiegel. Guten Tag. Tag. Kurzstrecke für Schüler, bitte. Danke. Bitte sehr. Was mir hier noch fehlt, ist so eine Kassenansicht. Also wenn man auf die Kasse guckt, ich weiß nicht, ich kann die bitte das einstellen so. Aber ich komme immer irgendwie auf die Leertaste, dann ist sich da alles futsch. Spur wechseln. Toll.
Ja, wir kommen halt mit Verspätung an. Ansagen fällt, oh. Ich konnte, ob die überhaupt Ansagen hat. Aber um alles 0000000, das ist da eigentlich, wenn du die Matrix ausmachen willst oder Lärm machen willst, so Lärmfeld, dass hier dann Sightseeing rauskommt. Und dann steht da oben die Schnauze zurück her. So nicht so richtig. Ja, also wie vorhin gesagt, am 4. Dezember ladet euch, das ist kostenlos, dieses Add-on. Die Busse sind kostenlos, die könnt ihr euch an den Steam herunterladen. Am 4. Dezember werde ich auch machen. Weil die Busse nämlich richtig geil. Also ich habe mich so richtig in die Busse hier verliebt. Ich habe den seit Anfang an schon drin, ne? Oder installiert. Und bin davon eigentlich begeistert, wie er sich weiterentwickelt hat. Die Texturen sind richtig scharf, dieses Dashboard ist geil. Man kann sich auch das in ein anderes Dashboard reinmachen. Das kann man sich auch runterladen. Der Webdisk. Aber ich finde eher so Pille finde ich schöner. Also hier diese MN-Pille hier, mit der wir gerade fahren. Die finde ich schöner. Das ist Geschmackssache. Sieht für mich moderner aus, aber ist ja jeden selbst überlassen. Zum Thema nochmal Stadtbusfamilien, also es sind zwei Stadtbusfamilien dann. Das gibt es schon jetzt auf Aerosoft, wenn man auf die Seite geht. Kostet so 17 Euro. 18 Euro, wenn dann die Mehrwertsteuer wieder drauf ist, hat die 19%. Ach Gott, ich verhalten ja gar nicht. Genau. Das wurde angekündigt. Auf wann das rauskommt, ist immer noch unklar, aber der Preis steht auf 18 Euro schon mal fest. Könnte sein, dass es noch teurer wird, aber denke ich mal nicht, das wird, denke ich, so 18 Euro kosten. Mit dabei ist der Solo 2- und 3-Türer, der Gelenkbus 3- und 4-Türer, dann Zitaro. Das C2 natürlich nur. C2Ü und GÜ. Und sogar in LE Solobus. Und der Rest, also es ist erstmal, glaube ich, BVG-Variante alles nur. Und in der Zukunft, wenn das erschienen ist und so weiter, wird dann halt... Hallo. Mehr. Hallo. Tag. Guten Tag. Oh, unterbricht mich doch nicht. Und dann werden halt die Version mit den jeweiligen Updates dann drauf installiert, gepackt, auch was auch immer. Servus. Oh, die Hupe ist ja niedlich. Hm. Genau. So ist zumindest der Stand der Dinge für die Zürcher Stadtbus von mir. Ich hoffe, dass nächstes Jahr soweit ist, dass die endlich rauskommt. Weil ich finde die schon geil, wenn man das BAT-Add-on hat und man konnte es nicht mal abwarten, bis die rauskommt, die Stadtbus für mich nicht. Und dann ist das schon mal, der C2, der dort mitgeliefert wird, ein schöner Vorgeschmack auf. Der ist nicht schlecht. Gut, die Heizung geht immer noch nicht, denke ich mal. Aber so der Rest, so die Sounds, das passt schon. Das ist so richtig so, passt einfach. Genau. Sie hat wieder seine Backen. Was läuft relativ stabil, sage ich jetzt mal für meine Verhältnisse, wie ich damals sie angefangen habe zu spielen, wo der Bus noch hüpfte. Gut, bin ich damals nur auf Spandau gefahren. Nach und nach kamen erst die Freeware-Karten dazu bei mir. Und die ganzen Busse. Oh, hallo, guten Tag. Uha. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Mit einem Einsteigen. Hallo. Tag. Einmal Mensch, mach hin. Es wird kalt. Danke schön. Bitte sehr. Schade, dass wir am ZOB hier nicht halten. Weil ich habe gesagt, okay, die Haltestelle wird auf ZOB verlegt und die wird hier davon nicht gehalten. Hätte das Schmerzen gemacht hier ZOB, ne? Aber, naja. Ich bin sehr oft jetzt auf Flemmtal unterwegs, finde ich. Weil ich habe so eine Lieblingslinie, das ist die 451, ich weiß auch nicht warum, die hat es mir irgendwie angetan. Die fahre ich übelst gerne.
von ZB nach Trenbach oder von Trenbach dann. Warum auch immer. Damit schön Euro 2. Endstuhl. Ja, toll. Mal wieder rot, ey. Tolle Wurst. Oh, ich fasse, wir kratzen alle 3 Minuten. Ich bin aber unterpünktlich abgefahren. Mann. Ist da blöd. Ja, wir haben schon 17. Oha. Halten wir unten am Hauptbahnhof. Was sollen wir die Haltestelle passen? Hätte mit Hilfsfallen fahren können. Aber der hätte vielleicht dort angehalten, wo ich gar nicht halten muss. Stellst du verdurfst du jetzt vielleicht dort dran an den Hilfsfallen? Das tut nur die Linie, ne? Und ja. Die Hilfsfalle gibt es ja schon, weil die Zeit sind schon seit Anfang an, so ich sogar. Da ausfahren. Kommt genauso lang. Wer hätte es eigentlich abbiegen müssen, dann fahren halt mal geradeaus. Ist eigentlich wurscht, du kannst dann von der 54 noch. Und hätten wir da im Krankenhaus ohne halten müssen, dann musste ich abbiegen. Dann hätte ich da abbiegen müssen. Wäre ich hier hinten rumgefahren und weiter wieder eingebogen. Kurze Blendung. Schade, das Land halt die Grundevent hat für den Weihnachtsmarkt. Die Updated, die habe ich gestern umgenannt. Die Updated, die habe ich noch für 2020 nochmal eingefügt. Die Weihnachtsmarkt und Neujahr und Nachhaltigabend und Heiligabend. Das ist so aus der 2020 dann. Aber das hat geruckelt dort. Das war nie. Wollte ich euch eigentlich das mal satt zeigen, aber es hat geruckelt gehabt, ganz schön. Da wollte ich das nicht unbedingt euch zeigen. Ja, fahr los jetzt hier vorne. Drei Minuten. Hallo. Rot, ey. Hallo. Ich bin noch nie 3 Minuten einer hinter irgendeiner. Haltestelle ist so spät gewesen. Noch nie. Sind eigentlich immer pünktlich, bis meistens 10 Minuten zu spät. Aber 3 Minuten, über 3 Minuten jetzt. Gut, es ist glatt. Und dann fährt man automatisch ein bisschen langsamer. Und gerade wenn man um sie unterwegs ist, dann auf solchen glatten Straßen. Wir wissen alle, dass man eine Marke hat. Wenn wir einmal mal zu schnell um die Kurve fahren, so hui, dann bleibt es schön im Graben. Ich hätte Blitzer jetzt irgendwo im BBS, aber heute nicht. Wir haben nicht geblitzt. Genau. Bei mir hat es heute früh auch geschneit. Vorne ist ganz schön. Wie geht das Licht beim Bus, beim Fessel? Doch. Ach, da hat den falschen Facelift. Was eigentlich auch nicht hinhauen konnte, aber auch nee. Da hat glaube ich den Facelift mit der Ticketboxen hier. Hallo.
Der hat den Weltbetrieb, also dieses Bremer-Gedöns drin. Darum hat er keine Lichter von mir. Sehe ich nicht. Ach, wie kommt der denn dort rein überhaupt? Na egal. Mensch, du. Bleib du stehen. Du DHL-Fahrer, du. Mann, die haben wieder einen Fahrer heute, du. Ich wurde Geschenke ausliefern, ne? Die ersten Besteller. Bisschen Gas geben, ey. Wenn die Arg zu spät kommen. Macht sich nämlich schlecht mit der Akte. Na, der Fahrerakte ist alles eigentlich nochmal schön. Erst rein. Und was ist denn? Ja, toll. Steht zu verspätet. Ich glaube, Verspätung habe ich sogar relativ viel. Zumindest in der letzten Akte. Oh, hier ist wieder glatt. Und es ruckelt. Das ist mir egal, dass der Laden trotzdem hoch ist, halt um sie. Solange wie um sie nicht abstürzt, ist alles okay. Na komm, fahr! Oh, so ein Idiot. Wir fahren zu Obi, die wollen am Kreisverkehr. Da fährt der eine mal hier raus schon und derweil bin ich hier. Ja. Unfassbar. Liegen, weil ich habe den eigentlich auf Modded umbenannt. Okay, mal gucken, dann wenn ich fertig bin. So. Aber mit 4 Minuten Verspätung. Mann, ist das ein straffer Fahrplan hier. Alter. Ja immer so spät ankommt. Na gut, der hat jetzt eine halbe Stunde Pause wieder. Der fährt ja nur alle in einer Stunde. Und 5. Oha. Oh, Einmal so schnell gefahren um die Kurve, also im Kreisverkehr. Zack, rutscht er weg hier. So, Endhaltestelle bitte alle aussteigen. Danke sehr und tschüss. Macht's gut. So. Halt. Ja. Haben wir es geschafft. Zu spät sehen wir die letzten Sätze. Auf jeden Fall sehen wir mir. Ha. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das erste Adventsvideo gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen und ein Abo da. Und dann halt bis zum nächsten Mal wieder. Ne? Mit unseren wunderbaren MC2 Ruckelsimulator. Ja, schön, danke. Ne? Dann euch noch einen schönen ersten Advent und tschüss.